Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute zeige ich euch Bugs, Tricks und mehr in der 0.14 Minecraft P. Und ja, los geht's! Wenn ihr geheime Höhlen oder geheime Basen von euren Feinden entdecken wollt, dann wird euch dieser Bug richtig viel weiterhelfen. Ihr nehmt euch ein Boot und platziert es zum Beispiel in einer kleinen Höhle, die ihr gebaut habt, oder einen kleinen Gang, grabt euch einfach runter irgendwo und dann setzt ihr ein Boot, steigt ein und dann könnt ihr durch Blöcke schauen, aber auch nur bis zu einer bestimmten Reichweite und die ist jetzt auch nicht so weit. Aber dieser Bug ist auf jeden Fall richtig cool und hat mir schon sehr oft in Survival geholfen, zum Beispiel um Spawner zu finden. Und ja, zur nächsten Sache. Wenn ihr ein Hexenhaus findet, könnt ihr euch wirklich glücklich schätzen. Denn in diesen Hexenhäusern können alle möglichen Tränke in diesen Kesseln sein. Und ihr könnt die ganz einfach mit einer Wasserflasche, also mit einer leeren Flasche, abfüllen und dann habt ihr einen Trank. Zusätzlich ist da auch meistens eine Hexe drinne. Und bis zum nächsten. Wollt ihr richtig craften wie auf der Windows 10 Edition, ist das ganz einfach. Ihr ladet euch die App Block Launcher runter, scrollt runter und hier steht hier unten die Desktop-Version, also hier Use Desktop GUI, also ich weiß nicht, ob man das so ausspricht, damit sollte ich mich mal beschäftigen, aber das macht ihr dann an und dann geht ihr zurück. So, und jetzt, wenn ihr auf Spielen drückt, seht ihr schon, es verändert sich ganz, ganz viel. Man sieht es sieht aus wie auf der Windows 10 Edition. Hier habt ihr eure Welten, da eure Realms, also die noch bald kommen, und die Friends. Also Friends, da sind auch die ganzen Multiplayer-Server von euch und die lokalen Server werden da auch angezeigt. Und wenn ihr jetzt auf eine Welt geht, dann könnt ihr richtig, richtig craften. Also wie auf dem PC. Natürlich muss man jetzt die Craft-Rezepte auswendig lernen. Hier gibt es ein paar Tricks und würde ich jetzt sagen, könnt ihr euch mal selbst beschäftigen. Und ja, auf jeden Fall könnt ihr damit richtig craften und das ist richtig cool. Vor allem, das funktioniert auch im Survival Mode. Und an diese Sache ist gleich die nächste angelegt, weil ihr könnt Sachen craften, die es so gar nicht gibt. Also, die man so nicht craften kann in Minecraft PE, wenn man das ganz normale Inventory hat. Ihr nehmt euch Blatt Papier, dann nehmt ihr euch leere Karten, macht eine Karte, dann jetzt bin ich da oben raufgekommen. Dann nehmt ihr euch die Karte in euer Inventory, legt die Karte in die Mitte, ihr müsst sie natürlich öffnen, legt Papier rum und jetzt seht ihr, man kann größere Karten erstellen. Jetzt habe ich mal eine 1:2 Karte gemacht, jetzt mache ich eine 1:4 Karte, jetzt eine 1:8 Karte und jetzt eine 1:16 Karte. Jetzt denkt ihr euch, was hat das auf sich? Und das seht ihr hier. Es ist einfach eine riesige, riesige, riesige Karte. Und natürlich hat man jetzt hier irgendwie keinen Zeiger. Also man sieht nicht, wo man hinfliegt. Und das ist natürlich richtig scheiße. Und dann nehmt ihr euch einfach einen Kompass. So, und das Ganze funktioniert auch im Multiplayer, habe ich ausprobiert. Es funktioniert auch sehr, sehr gut. Außer das Kreativ-Inventory. Das ist ein bisschen kacke. Aber, okay. So, jetzt seht ihr auch schon Display-Markers, also den Cursor. Der wurde auf Yes gestellt, weil ihr da einen Kompass noch dazu gelegt habt. Und stehen auch die anderen Informationen. Und das ist auch richtig cool bei Büchern. Da seht ihr, welche Verzauberung das ist. Oder bei Schwertern. Und jetzt seht ihr auch, wo ihr hinfliegt. Das ist richtig, richtig cool. Und so kann man große Entdeckungstouren machen. Habe ich auch schon oft gemacht. Und das ist eigentlich ein großer Geheimtipp. Ich meine, die meisten wissen sowas nicht. Und gut, zur nächsten Sache. Und die letzte Sache ist, vielleicht kennt ihr alle die Verzauberung Smite, also beziehungsweise Peinigung. Ich wusste es nicht vorher, dass Peinigung Smite heißt. Ich habe mich da ein bisschen erkundigt und die Verzauberung Peinigung ist dafür da, die macht mehr Schaden bei untoten Monstern, das heißt zum Beispiel Skelette. Komischerweise stand da nichts drin von Zombies, obwohl sie ja eigentlich ja auch irgendwie tot sind, also naja, Untote eben. Und auf jeden Fall macht die mehr Schaden bei Zombies, bei Skeletten meine ich. Und die Verzauberung finde ich jetzt nicht so krass. Aber okay. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch bitte eine Bewertung da. Würde mich mega freuen über ein Abo und ja, bis zur nächsten Folge. Ciao!